Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn ich Videos hier auf den Kragen fallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schreibt noch gerne Feedback in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und wie ihr es vielleicht schon oben rechts erkennen konntet, sind hier in den News tatsächlich ein paar Skins, die heute im Shop sein werden. Und zwar sind die alle zu so ein bisschen im Western-Style und die sind eben halt heute drin, weil nämlich von der Nacht von heute auf morgen um 3 Uhr tatsächlich ein Konzert im Part Royale Modus mal wieder stattfinden wird und das wird dann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Western Style Musik sein. Deshalb sind eben halt heute dann auch solche Western Skins wahrscheinlich im Shop und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Ganze natürlich anschauen, ist allerdings eben halt sehr sehr spät. Ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item Shop an und dort haben wir heute ganz, ganz viele Skins tatsächlich. Einmal in den Sonderangeboten natürlich die ganzen Skins zu dem Konzert und dann nochmal einen ganz normalen Shop. Ich würde sagen, wir beginnen mal wieder auf der ganz linken Seite. Dort haben wir einmal den Main-Skin, dann haben wir als nächstes den Beef-Boss-Skin hier, zusammen mit der Bretlings-Klatscher-Spitzhacke und der fliegenden Untertasse. Dann haben wir als nächstes hier den Schlappohr-Skin. Hier haben wir auch verschiedene Stile, nämlich einmal den Standard-Stil und dann noch den schwarz-weißen Stil. Ich finde, das schwarz-weiße Stil sieht hier auf jeden Fall deutlich besser aus. Natürlich gibt es auch noch eine männliche Variante davon, nämlich den Knurrer-Skin. Hier auch einmal die Standard- und die schwarz-weiße Variante. Dann gibt es noch die Presslufthacker-Spitzhacken und dann noch die Flauschsegel-Gleiter. Hier kann man auch die Stile ändern, allerdings ändert sich da auch nur das Schriftzeichen und ehrlich gesagt sieht das dann trotzdem immer noch fast genau gleich aus. Also könnte man sich die Stile bei dem Begleiter auch ehrlich gesagt sparen können, weil es ja eben halt wirklich keinen großen Unterschied macht. Dann haben wir als nächstes hier noch den doppeltes Spiel-Skin, dann die neue Haifisch-Lackierung und die ist tatsächlich mal nicht animiert und auch nicht reaktiv oder so. In letzter Zeit waren ja relativ viele Lackierungen tatsächlich animiert oder reaktiv und die sieht aber trotzdem, finde ich, dafür, dass es keine animierte Lackierung ist, ganz nice aus. Dann habe ich hier als nächstes den Disco-Party-Mode. War mittlerweile ja auch schon richtig häufig im Shop. Dann haben wir als nächstes die Taktikoffizierin. War, glaube ich, ursprünglich auch mal ein richtig seltener Skin, aber mittlerweile gibt es ja, glaube ich, fast gar keine, wenn es nicht sogar überhaupt gar keine Skins mehr aus den ersten Seasons gibt, die nicht mehr zwischenzeitlich im Shop waren, natürlich außer den Battle Pass Skins. Aber ansonsten waren, glaube ich, so ziemlich alle Skins aus Season 1, Season 2 mittlerweile schon mal im Shop und die einzigen seltenen Skins sind dann eben als Skins, die irgendwie das letzte Mal dann zu Season 6 oder so drin waren, was auf jeden Fall schon eine ziemlich krasse Entwicklung ist. Dann haben wir als nächstes den Auferweckte-Mode. War auch mal eine relativ lange Zeit, glaube ich, relativ selten, ist dann aber in der Zwischenzeit auch wieder ziemlich häufig im Shop. Dann haben wir als nächstes noch den Hüftschwung-Emote, ist auch gefühlt einer der häufigsten Emotes, die einfach im Shop sind, zumindest zur Zeit. Dann haben wir als nächstes noch bei den Sonderangeboten eben mal die ganzen Skins, die zum Konzert sind. Beginnt einmal mit dem Nachtleben-Skin, der war ja auch schon beim letzten Konzert im Part Royale-Modus da. Hier ist das Besondere, dass es das Outfit ändert, beziehungsweise das Muster ändert, wenn Musik abgespielt wird. Kostet allerdings 1500 V-Bucks, also ein epischer Skin, der nicht mal irgendwelche besonderen Elemente außer eben halt dieser reaktiven die aus dem reaktiven Skin hat, finde ich, ist teilweise ein bisschen teuer. Es hat immer nicht mal ein Backpack oder so, deshalb finde ich, hätte es auch ein blauer Skin auf jeden Fall sein können. Dann haben wir hier als nächstes noch den Rio Grande Skin. Dort haben wir auch verschiedene Varianten, nämlich können wir einmal die Kopfbedeckung abnehmen. Gibt ja mittlerweile auch schon relativ viele Skins, die das tatsächlich können. Dann haben wir als nächstes den Deadfire Skin, war auch eine Zeit lang, glaube ich, sehr, sehr selten. Und dann kam er, glaube ich, aber mit dem Recon X Expert-Skin, glaube ich, zusammen tatsächlich raus. Und dazu gibt es dann noch die Dunkelsplitter-Spitzhacke. Hier ist das Besondere, genauso wie beim Skin selbst natürlich, dass es sich verwandelt, wenn man Schaden verursacht oder länger als alle anderen Spieler lebt. Und dann fängt das eben halt so an, ein bisschen grün zu leuchten, beziehungsweise am Anfang leuchtet das erstmal ganz bisschen. Und dann wird es irgendwann eben halt immer grüner, genauso hier auch bei dieser Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes noch den Bandit-Skin. Das ist tatsächlich ein Skin, der, glaube ich, fast 500 Tage lang nicht im Shop war, also eine sehr, sehr lange Zeit. Ist allerdings seit Season 1 auch zwischenzeitlich eben halt einmal noch drin gewesen. Deshalb auch kein extrem seltener Skin wie der Recon Expert-Skin. Und dann haben wir noch die Feedemon als nächstes. Dann dazu die Langhorn-Spitzhacke. War auch schon sehr, sehr lange, glaube ich, nicht mehr im Shop. Genauso wie der Grenzläufer-Skin auch. Dort kann man auch die Kopfbedeckung einmal abnehmen. Dann haben wir als nächstes noch den Knieklatscher-Emote.
Und als letztes haben wir dann noch die Sporenbeil-Spitzhacke. Heute tatsächlich mal wieder ein sehr, sehr großer Shop mit vor allen Dingen auch sehr, sehr seltenen Skins teilweise. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auch freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.